Konnichiwa, meine lieben Leute, was geht ab? Ich bin's Kaito Arkai und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem sehr, sehr speziellen Video. Und zwar möchte ich mit euch eine Leidenserfahrung teilen. Es geht nämlich um einen sehr, sehr verstörenden Anime, der extreme Perversion bietet, ja, in jeder Art und Weise, Hülle und Fülle vertreten. Und wenn man sich so denkt, okay, ich habe andere Krasse geguckt wie Kiss X Kiss oder Boku no Pico, ha, mich kann nichts mehr schocken, falsch gedacht. Dieser Anime sprengt sämtliche Grenzen auf jede Art und Weise. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich dieses Video mache, weil es ist wirklich verstörend. Zum Psychiater kann ich nicht gehen, zum Psychologen also auch nicht. Es ist sehr, sehr problematisch. Also möchte ich hier über diesen Anime was preisgeben, dass vielleicht der ein oder andere von euch diesen sich auch anguckt, damit ich nicht alleine mit diesem Gefühl bin. Ja, dass ich mich jeden Tag, ihr wisst schon, was ich meine, vielleicht einfach mal aus dem Fenster fallen möchte. Ich möchte, dass ihr genau das gleiche Bild habt, was ich habe, jeden Tag im Kopf. Sehr, sehr verstörend, man kriegt es auch nicht raus. Also nochmal, an der Stelle. Jeder, der sich für labil hält, sollte sich diesen nicht angucken. Jeder, der denkt, okay, ich bin krank, Mann, ich bin stabil genug, um diesen zu verarbeiten, der sollte sich diesen angucken. Aber egal, für was ihr euch entscheidet, psychische Schäden werdet ihr eh davon tragen. Es geht um Natsuo no Kanojo X. Wir haben hier zwei Hauptprotagonisten, ja, zum einen diesen Akira Tsubaki, 17 Jahre alt, und zum anderen Mikoto Urabe. So, Akira, 17 Jahre alt, interessiert sich so langsam fürs andere Geschlecht, will endlich meine Freundin haben, um zu wissen, wie es ist. Ist ja bis jetzt ganz normal, ja, eine ganz normale Story. Was ist denn da so schlimm dran? So, dann irgendwann kommt eine Studentin, ja, also eine Schülerin, auf seine Schule, die sein gesamtes Alltagsleben verändert, grundlegend auf den Kopf stellt, ja, ist praktisch neu in der Schule, muss sich erstmal ein paar Freunde suchen. Sie ist aber sehr, sehr eigen und denkt sich einfach, WTF, ich mache gar nichts, isoliert sich selber so von den anderen ein bisschen ab, ist sehr, sehr eigen, was eigentlich in jeder Art und Weise, in jeder einzelnen Minute, wo man diese Urabe sieht, verstörend auf einen wirkt, ja. So. Und dann kommen sich beide so ein bisschen näher, er interessiert sich für die so, ja, und irgendwann ist so der Unterricht vorbei, sie schläft, ja, und beim Schlafen hat sie so ein Sabber, so eine Sabberpfütze hinterlassen auf ihrem Tisch. So, was macht der Akira? Er geht hin, ja, dippt mit seinem Finger in die Rotze rein und leckt die ab. Er leckt die Rotze ab, die davor auf dem Tisch liegt, von der Austauschschülerin Urabe. Die leckt er ab. So. Danach wird er süchtig. Er wird süchtig danach und braucht seine Daily Dosis. Er braucht seine Daily Dosis. Und, lange Rede, kurz Sinn, irgendwann kommt er mit der irgendwie zusammen, ja. Und sie sagt dann auch unter anderem, okay, wir sind jetzt verbunden. Und sie dippt sich dann immer, die gehen dann irgendwann immer auf dem Weg nach Hause so, dippt sie dann immer hier eine schöne Ladung aus dem Hals und aus dem Mund so. Und er darf das dann schön vom Finger abschlabbern. Das ist die Verbundenheit, die beide Leute ausmachen miteinander. Also, Speichel. Haben wir zum einen Speichel, ist hier das auf jeden Fall sehr, sehr krasse Merkmal. Mich wundert es eigentlich, dass noch keine Merchandise-Artikel dazu erschienen sind, ja. Würde ich auf jeden Fall direkt kaufen. So, das wäre aber... Okay, es ist schon sehr, sehr verstörend. Eigentlich verstörender geht's gar nicht. Guckt euch den Anime an, einfach, dann wisst ihr, was ich meine. Und sie hat noch eine andere Marke. Sie hat nämlich eine Schere dabei. Und immer wenn sie einen Wutausbruch kriegt, zerschneidet sie alles. Ja, sie zerschneidet alles. Und immer wenn diese Akira ihr zu nahe kommt, zerschneidet sie Sachen. So, sie zerschneidet einfach Sachen. Sehr, sehr komisch und, tja. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil es dann wirklich ein harter Spoiler wäre. Guckt ihn euch an und ich kann euch sagen, egal wie verstörend der wirkt, wenn ihr denkt, ihr wollt ausmachen, haltet durch, meine lieben Leute, haltet durch. Und wenn ihr dann fertig seid, werdet ihr sogar merken, okay, es war ziemlich verstörend, hat mein Leben zerstört und ich werde nie wieder so sein, wie ich davor war. Merkt ihr trotzdem, irgendwas hat er gehabt. Ja, er hat sogar ansatzweise einen tiefgründigen Inhalt, woraus man vielleicht sogar was mitnehmen könnte und in seinem Leben anwenden kann. Ja, das ist ja richtig krass. Viel Spaß, wenn die 13 Episoden nicht ausreichen. Es gibt sogar noch ein OVA. Ich schreibe euch den Namen mal rein. Anime-Seiten, wo ihr euch das angucken könnt, kennen wir alle. Den Manga würde ich, wie gesagt, nicht empfehlen zu kaufen, denn das gleicht einem Suizid. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Konnichiwa, meine lieben Leute. Was geht ab?